Hallo Internet, hallo Marc, komm zu Hause, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für dieses Video. Heute spreche ich über das neueste Developer-Update von Dead Matter. Aber bevor wir anfangen, kurz was in eigener Sache. Bitte drückt den Like- oder Dislike-Button, hinterlasst mir ein Abo, denn nur so könnt ihr mir helfen, dass das Video von noch mehr Dead Matter-Interessierten gesehen werden kann. Danke dafür. Es ist geschafft. Die letzte rechtliche Hürde ist nun genommen. Der 14-tägige Alpha-Countdown wird gegen Ende nächster Woche beginnen, sobald Indiegogo das Enddatum der Kampagne bestätigt. Sobald der Countdown begonnen hat, wird das Dead Matter-Team damit beginnen, die Partner einzuladen. Die Partner werden dann die geschlossene Alpha als erstes testen, bevor Quantic Integrity damit beginnt, die Keys an die normale Unterstützer auszurollen. Wichtig! Nachdem der Countdown abgelaufen ist, wird die Möglichkeit, über Indiegogo Supporter zu werden, abgeschaltet. Diejenigen, die daran interessiert sind, die Closed Alpha zu testen oder die Entwickler zu unterstützen, können dies weiterhin über den offiziellen Dead Matter Store tun. Links sind unten in der Beschreibung. Interessierte Streamer und Content Creator können sich jetzt im offiziellen Discord bewerben. Man kann direkt eine Bewerbungs-DM an einen der Community-Mitarbeiter rauslassen und man sollte nicht vergessen, die Konten wie zum Beispiel YouTube, Twitter, Twitch und so weiter mit dem Discord-Konto zu verlinken. Sie suchen nach Creatern mit mindestens 5.000 Followern oder Abonnenten oder welche mit tollen Dead Matter-Inhalten. Ich glaube, ich kenne da jemanden. Vielleicht. Ich werde es mal versuchen, mich zu bewerben, aber ich glaube kaum, dass ich als neuer kleiner YouTuber da irgendeine Chance habe. Aber genug der Tränen, Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut und auch nicht Dead Matter. Daher kommen wir direkt zum Kern des Community Updates, die Entwicklung von Dead Matter. Kyle hat hart daran gearbeitet, Fehler in den dedizierten Serversystemen zu beseitigen, Fahrzeugschlüssel so zu implementieren, dass sie wie vorgesehen funktionieren. Und die Charakterstellung wurde verbessert, sowie eine README-Datei geschrieben, die für Server-Admins wichtig werden wird und die bei der Server-Konfiguration helfen soll. Ein kleines, aber feines Detail wurde noch ebenfalls implementiert, ein, nennen wir es mal Drive-By-Feature. Man kann Infizierte nicht nur einfach überfahren und einen stinkenden Flecken auf der Straße hinterlassen. Nein, ihr könnt eure Autotüren öffnen und so versuchen, schlurfende Hirntote beim Vorbeifahren zu treffen und somit erheblichen Schaden zufügen. Aber aufgepasst, dadurch werden die Türen beschädigt und möglicherweise vom Fahrzeug abgetrennt. So ist man dann leichtere Beute, da der Fahrer nun offen für Angriffe in einem dieser beschädigten Fahrzeuge ist. Cooles Feature und wird bestimmt für den ein oder anderen funny WTF-Moment sorgen, denn mit offenen Türen rumfahren ist immer cool und man kann es bestimmt nicht nur gegen Zombies einsetzen. Nomad hat das Panel des Sicherheitssystems gepolished und ähnlich wie beim Feueralarm, der in früheren Updates gezeigt wurde, können die Spieler den Status des Alarms auf der Tafel selbst sehen. Sie können ihn ein- und ausschalten, wenn sie den Code dafür haben. Er hat auch mit der Arbeit an einer weiteren Falle für eure Spielerbase begonnen. Die Rasenmäherfalle. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Ich sehe viel Zombiefleisch vor mir und frisch geschnetzeltes Spielerfilet. Diese wirbelnde Todesfalle, die aus Holz, einem ausgeschlachteten Rasenmähermotor und scharfem Metall besteht, ist eine willkommene Ergänzung zur Abschreckung unerwünschter Gäste. Aber bitte mit Vorsicht einsetzen. Die Falle startet sofort, wenn ihr sie aktiviert. Man sollte die Rasenmäherfalle also besser in liegender Haltung aktivieren, sonst ist man schneller ein Kopf oder Torso kürzer. Riss hat die Baseballschläger überarbeitet, um alle auf ein gleiches visuelles und technisches Niveau zu bringen und so auch mehr Möglichkeiten für Modifikationen zu schaffen. Die grauen Modelle im hinteren Teil des Bildes sind natürlich Work in Progress. Hex verbrachte die letzte Woche damit, die First-Person-Hände zu überarbeiten, die Glasmaterialien zu optimieren und der Shooter-Challenge auf dem neuen Schießstand einen zweiten Modus hinzuzufügen. Außerdem hat er dem Wettersystem nun die passende Geräuschkulisse verpasst. Aber hört selbst.
4, ein weiterer Animator von Dead Matter, hat einige neue Animationen für Nahkampfwaffen fertiggestellt, wie ihr hier sehen könnt. Auch hier muss man sagen, Work in Progress, aber sieht sehr cool aus. Wenn dir dieses Update-Video gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, dann Daumen nach unten. Über ein Abo freut sich der Algorithmus, aber der Zombie ganz besonders. Nicht mehr lange, Boys and Girls, Ladies and Gentlemen. Wenige Wochen, bis es losgeht und wir endlich eintauchen können in Alberta. Ich versuche, meine Erwartungen gering zu halten, damit ich nicht zu krass enttäuscht werde. Denn, wie wir alle wissen, es ist nur eine Alpha bisher. Es fehlen noch viele Features und es wird bestimmt den ein oder anderen Fehler geben und den ein oder anderen Absturz, aber ey, sei es drum. Ich bin eben durstig nach einem guten Survival-Game mit neuen frischen Ideen. Und welche frische Ideen Dead Matter noch zu bieten hat, werde ich dir in einem meiner nächsten Videos vorstellen. Also nicht vergessen zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit du Bescheid weißt, wenn das nächste Video von mir online geht. Danke für deine Zeit, bis zum nächsten Mal.